Wie bereits jüngst berichtet wurde, zeigt Borussia Dortmund Interesse an einer Verpflichtung von Jonas Hector. Im Falle eines Abstiegs des 1. FC Köln wäre der deutsche Nationalspieler relativ günstig zu haben. Doch der BVB ist nicht der einzige Interessent, denn nach exklusiven Kicker-Informationen hat nun auch der FC Bayern Kontakt mit dem 27-Jährigen aufgenommen. Jonas Hector hat in seinem Vertrag beim 1. FC Köln wenig verwunderlich eine Ausstiegsklausel im Falle eines Abstiegs verankert und dürfte die Rheinländer für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 7 bis 8 Millionen Euro verlassen. Das lässt bereits Borussia Dortmund aufhorchen, das an einer Verpflichtung des 35-maligen Nationalspielers interessiert ist. Doch nicht nur das, auch der FC Bayern München streckt nach exklusiven Kicker-Informationen seine Fühler nach Hector aus. So hat FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic bereits Kontakt mit dem 27-Jährigen, der sich bei einer tatsächlichen Verpflichtung als Backup von David Alaba erweisen müsste, aufgenommen. Beim BVB hätte Hector indes sicherlich bessere Einsatzchancen. Seit 2010 hat Abwehrspieler Hector ganze 111 Bundesligaspiele für Köln absolviert, zusätzlich 57 Einsätze in der zweiten Liga, und war als Neuling in der Nationalmannschaft bislang Bundestrainer Joachim Löws Liebling. Denn seit dem Titelgewinn 2014 hat kein Akteur mehr Länderspiele absolviert als Hector, 25. Warum der Kölner Dauerbrenner und Führungsspieler überhaupt in München Thema ist, lesen Sie am morgigen Donnerstag in der aktuellen Kicker-Ausgabe. Außerdem Thema: Manuel Neuers Weg zurück auf den Platz, beim FC Bayern und der Nationalmannschaft.